Ein Land, so unvorstellbar groß und vielfältig, so geheimnisvoll und fremdartig. Mehr als 1,3 Milliarden Menschen leben im Reich der Mitte, der Volksrepublik China. In China verschmelzen westliche mit asiatischen Einflüssen. Moderne mit Tradition. Die Reise führt vom Reich der Panda-Bären bis zu einem Bühnenspektakel am Liyang. China ist etwa so groß wie die Vereinigten Staaten. Allein die Provinzen Hunan, Guilin, Guizhou und Sichuan im Südwesten des Landes erreichen die Größe von Deutschland. Macau, eine ehemalige portugiesische Kolonie, genießt wie Hongkong einen Sonderstatus. Am höchsten Punkt der Halbinsel wurde der erste Leuchtturm an der chinesischen Küste errichtet. In Macau ist im Gegensatz zu Hongkong das Glücksspiel erlaubt. Das macht die Stadt zum Las Vegas Asiens. Als die Portugiesen 1516 in Macau landeten, war es eine kleine Fischersiedlung am Südufer des Perlflussdeltas. Heute leben hier eine halbe Million Menschen. Erstaunlich ist die hohe Lebenserwartung der hiesigen Bevölkerung. 84,4 Jahre, das ist die zweithöchste der Welt. Die historische Altstadt von Macau wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Der portugiesische Einfluss ist unübersehbar. Jorge Alvarez gilt als der erste portugiesische Seefahrer, der seinen Fuß auf chinesischen Boden gesetzt hat. Der sogenannte Padrão ist das Symbol der Besitznahme. Macau vereint das Erbe zweier Kulturen. Zuerst standen die Portugiesen unter chinesischer Herrschaft, dann übernahmen die Europäer das politische Ruder und gaben die Macht erst wieder 1999 dem Mutterland zurück. Den Tempel zu Ehren der Göttin der Seefahrer, Ama, gab es bereits vor der Gründung der Stadt. Die Portugiesen übernahmen den Namen Ama, der dann immer mehr zu Macau verschliff. Jeden Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, laufen die Blumenboote in den Hafen ein. Täglich holen sich die Händler hier mehrere Tonnen Schnittblumen, um sie auf den Märkten in der Innenstadt zu verkaufen. In den engen Gassen dominiert der chinesische Einfluss. Es riecht nach exotischen Gewürzen. Das Leben spielt sich auf den Straßen ab. Die Geschäfte bieten heimische Waren an. Noch immer glauben viele chinesische Männer an die potenzsteigernde Wirkung von Haifischflossen. Außerdem darf die beliebte Haifischflossensuppe in keinem Lokal fehlen. Beides hat dazu geführt, dass mehr als 70 Haiarten vom Aussterben bedroht sind. Offensichtlich fällt es nicht leicht, auf die teure Delikatesse zu verzichten. Eine Hochzeit ohne Haiflossen ist für viele unvorstellbar. Reis und Nudeln hingegen sind Alltagsspeisen.
Im Den Hong Ki Nudelhaus werden Teigwaren nach alter Familientradition hergestellt. Viele Menschen vertreten die Auffassung, dass Marco Polo die Nudeln aus China mitgebracht habe. Tatsächlich gibt es in Europa jedoch seit der griechischen Antike Nudelgerichte. Wahrscheinlich wurden Verfahren zur Teigwarenherstellung an mehreren Orten unabhängig voneinander entwickelt. Feinschmecker unterscheiden die Qualität der Teigware nach den Zutaten und anhand der Herstellung. Teflon-beschichtete Maschinen glätten die Nudeloberfläche. Ältere Modelle aus Bronze oder Messing hinterlassen eine raue Struktur. Dadurch haften die Soßen besser. Die chinesischen Eiernudeln ähneln den italienischen Spaghetti, den Originalen. Aufgrund ihrer enormen Länge werden sie vor dem Verpacken zusammengelegt. Nach dem Portionieren und Lufttrocknen kommen die Nudeln in den Verkauf. Durch Zutaten wie Spinat kann man den Teigwaren Farben verleihen. Nudeln wurden zu einem wichtigen Grundnahrungsmittel, nicht zuletzt aufgrund ihrer langen Haltbarkeit. Diese erreichen die Nudelfabrikanten, indem sie die Teigwaren trocknen lassen oder den Rohstoff in der Fritteuse kurz anbraten. Weizenmehl, Hartweizengrieß, Reismehl oder Mungobohnenstärke, das sind die wesentlichen Zutaten. Die Volksrepublik zählt 30.000 Pflanzenarten. Nach Malaysia und Brasilien liegt China damit auf Platz 3. Viele der Pflanzen kommen in der traditionellen chinesischen Medizin zum Einsatz. Außerdem verwenden die Pharmazeuten eine Fülle an tierischen Substanzen. Aus den getrockneten Kostbarkeiten bereiten die Apotheker die Rezepturen zu. Meist müssen diese auf den Patienten genauestens abgestimmten Mischungen als Tee oder Sud eingenommen werden. In vergangenen Zeiten soll ein chinesischer Arzt mit allem, was er zum Leben brauchte, von seinen Mitmenschen versorgt worden sein. Wurde der Bäcker krank, bekam der Arzt kein Brot. So war der Mediziner viel eher Gesunderhalter als Heiler. Die Apotheke gleicht einer wilden Hexenküche, in der es so gut wie alles gibt. Getrocknete Seepferdchen, verschiedene Pilze, ja sogar Haifischzähne. Heute wird auch ein chinesischer Doktor mit Geld bezahlt. Die ganzheitliche Sicht auf Körper und Geist hat sich in der traditionellen Medizin aber bis heute erhalten. Und wird zunehmend auch im Westen praktiziert. Sorgfältig und ohne jede Eile folgen die Apotheker den Anweisungen der Ärzte. Häufige Verwendung findet Horn. Für uns gewöhnungsbedürftig ist der Einsatz von getrockneten Penissen und Hoden. Meist stammen sie von kleinen Hirscharten. Im tropischen Klima von Macau gedeihen im Stadtpark all jene Pflanzen, die in unseren Breiten meist nur in Glashäusern wachsen. Umringt von Bambusgräsern tanzt eine Frau den berühmten Fächertanz. Die Musik dazu spielt sich nur in ihrem Kopf ab. Der Fächertanz ist sehr populär und gehört zum Repertoire jeder Tänzerin.
Noch größere Bekanntheit erfreut sich diese Bewegungsschule, Tai Chi. Tai Chi bedeutet die sich vereinigenden großen Gegensätze. Es ist vielmehr eine Philosophie als ein Sport. Es geht um das Einswerden, um die Harmonie von Yin und Yang. In den vergangenen Jahren hat sich das verschlafene Städtchen an der Mündung des Perlflusses zu einer der Boom-Towns Asiens entwickelt. Einst lag der größte katholische Friedhof Macaos, San Miguel Arcanio, außerhalb der Stadtmauern. Mittlerweile hat ihn das Häusermeer längst verschlungen. Inschriften und Grabsteinverzierungen sind ein Spiegel der Gesellschaft. Hier ruhen Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen. Unweit des Friedhofs steht die Monteforte-Befestigungsanlage. Sie wurde 1616 erbaut und diente zuerst der Verteidigung der St. Paulskirche gegen Piraten und Räuber. Doch schon bald übernahm sie den generellen Schutz der Stadt, besonders vor Invasoren aus den Niederlanden. Die Festung und der Leuchtturm erinnern an die militärische Vergangenheit Macaos. Etwa 800 Kilometer landeinwärts in der Provinz Hunan liegt der nationale Waldpark Zhangjiajie. Er beherbergt eine der faszinierendsten Landschaften Chinas. Bizarre, zerklüftete Felstürme ragen in den Himmel empor. Der Waldpark wird gern als der Yellowstone-Nationalpark Asiens bezeichnet. Yang Xingfu ist Parkranger. In seiner Freizeit malt der 39-Jährige Landschaften im traditionellen Stil. Seine Vorlagen stammen fast alle aus dem Park. Die Tusche-Malerei entwickelte sich zuerst in Korea. Ab dem 6. Jahrhundert entstand sie dann in Japan und China aus der Kalligraphie, der Kunst des Schönschreibens. Meist geht es bei dieser Maltechnik um die stimmungsvolle und reduzierte Darstellung der Natur. Im Westen der Provinz Hunan liegt das idyllische Städtchen Fenghuang, die Phönixstadt. Der Phönix ist ein chinesisches Glückssymbol. Ein großer Vogel mit einem prächtigen, bunten Gefieder. In Fenghuang scheint die Zeit stillzustehen. Es ist ein wunderbares Beispiel, wie chinesische Dörfer vor dem Beginn der Modernisierung ausgesehen haben. Die meisten Häuser sind rund 600 Jahre alt. Der Tuo-Chiang teilt die Stadt und verleiht ihr einen einzigartigen Charme. Kaum eine Häuserzeile in China wurde öfters verewigt als die Uferfront von Fenghuang. Die sogenannte Phönixstadt bekam ihren Namen, weil zwei Vögel darüber flogen und die Tiere diesen Ort so schön fanden, dass sie ihn nicht mehr verlassen wollten. Ja.
Bis heute spielt der Fluss eine ganz wesentliche Rolle im Alltag der Bewohner. Bleibt abzuwarten, wann in Fenghuang Waschmaschinen und moderne Architektur die Oberhand gewinnen. Noch stehen weder Zeitdruck noch Dauerstress einem gemütlichen Mahjong-Spiel im Weg. Dieser Innenhof gehört einem der reichsten Bürger der Stadt. Für Generationen dienten die Männer der Familie dem Kaiser als Generäle oder hohe Beamte. Heute ist hier eine Art privates Museum. Denn der gesamte Komplex wurde weitgehend im Original belassen. Die prunkvollen Verzierungen zeugen vom Ansehen der Familie. Sobald es dunkel wird, spiegeln sich die Laternen der Stadt im Tuo-Chiang. Und abends pflegt man hier eine besondere Tradition. Besucher wie Einheimische lassen auf dem Fluss selbst gebastelte Papierlaternen schwimmen. An manchen Abenden tanzen hunderte Seerosenblätter mit Kerzen auf dem Wasser. Viele glauben, dass man mit jeder Kerze, die man aufs Wasser setzt, einen Wunsch frei hat, der in Erfüllung geht. In Fenghuang lebt das Volk der Miao. Das Mädchen trägt die Tracht dieser Volksgruppe und heißt mit ihrem Lied Reisende willkommen. Die ethnischen Wurzeln der Miao reichen wahrscheinlich 4000 Jahre zurück. Mit rund 9 Millionen Angehörigen gilt die Volksgruppe in China dennoch als Minderheit. Willkommen in unserer Stadt, singt das Mädchen. Auch wenn wir verschiedenen Völkern angehören, sind wir doch alle Brüder und Schwestern. Die Vorfahren der heutigen Miao wurden von der schnell wachsenden Han-chinesischen Bevölkerung immer weiter nach Süden und in die Berggebiete zurückgedrängt. Zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert kam es immer wieder zu Aufständen der Miao. Erst mit der Gründung der Volksrepublik China erlangten sie eine gleichberechtigte Stellung in der chinesischen Gesellschaft. Um die aufsässigen Minderheiten in Schach zu halten, ließen die Han-Chinesen eine Mauer errichten. Die südliche Mauer, die nichts mit der großen Mauer zu tun hat, liegt an der Grenze zwischen Hunan und Guizhou. Angeblich waren hier zwischen 4.000 und 5.000 Soldaten stationiert, um die Miao-Bevölkerung abzuwehren. Von Fenghuang
Landeinwärts gelangt man nach Dehang, wörtlich übersetzt das schöne Tal. Hier leben ebenfalls hauptsächlich Miao-Chinesen. In Dehang hat sich in den letzten Jahren ebenfalls nicht viel verändert. Miao und Tuchia konnten ihre kulturellen Eigenheiten bewahren. Eingebettet in eine romantische Landschaft führen sie ein einfaches Leben. In der Familie von Long Chuxian hat eine Tradition besondere Bedeutung. An Festtagen dürfen die Mädchen den Silberschmuck ihrer Großmütter anlegen. Silber dient bei den Miao nicht nur der Zierde. Es wird zu allen Gelegenheiten geschenkt und symbolisiert den Reichtum einer Familie. Der Silberschmuck einer Frau aus wohlhabendem Haus wiegt etwa 15 Kilogramm. Zhu Xian ist eine sehr begabte Tänzerin und Trommlerin. Dreimal wurde sie bereits zur Königin der Miao-Trommeln gekürt. Die Volksgruppe hat seit Jahrtausenden eine Art mystische Beziehung zu den Trommeln, die in ihrer Vorstellung den gespannten Bauch einer Schwangeren symbolisieren. Indem sie auf das Fell trommeln, zelebrieren sie die Fortpflanzung und den Erhalt ihres Volkes. Die Mädchen trainieren mindestens einmal am Tag. Und sie spielen regelmäßig im Originalgewand, unabhängig davon, ob Besucher zusehen oder nicht. Nach ihrem Auftritt trifft Long Chuxian die Vorbereitungen für eine Technik, die in Hunan sehr gepflegt wird. Die Seidenstickerei. Ein Maler liefert eine Tuschezeichnung als Vorlage für eine detailgetreue Stickarbeit. Bereits 3000 Jahre vor Christi Geburt kannte man in China die Seidenraupe. Mit Beginn der Zeitrechnung setzte dann auch der Fernhandel mit chinesischer Seide ein. Für die Herstellung eines minutiös gestickten Motivs, für das ein Seidenfaden teilweise in 70 Einzelfäden geteilt wird, sind mehrere Monate oder gar Jahre erforderlich. Durch den Eigenglanz der Seide wirkten die Arbeiten fotorealistisch und es hat den Anschein, als hätten die Tiere ein echtes Fell. . 1982 stickte ein Meister aus Hunan einen trinkenden Tiger. Das Kunstwerk wurde in die Liste der chinesischen Nationalschätze aufgenommen. Südwestlich von Hunan liegt Guilin, die Stadt des Duftblütenwaldes. Die Ansiedlung ist in einer beeindruckenden Landschaft inmitten von Hügeln und Karstbergen erbaut. Am besten
lässt sich die Szenerie aus der Luft genießen. Kapitän U kennt die Luftströmungen. Sie variieren je nach Höhenschicht. So kann U die grobe Richtung steuern. Gemächlich gleitet der Korb durch enge Schluchten, vorbei an den steilen Hängen der Karstberge und über kunstvoll angelegte Terrassenfelder. Am Westufer des Lijiang taucht schließlich die für chinesische Verhältnisse kleine Stadt Guilin auf. Wie ein natürliches Fort beschützt ein Berggürtel die 1,3 Millionen Einwohner. Die Felsformationen regen die Fantasie an. Hier im Park der Sieben Sterne steht ein Kamel mit zwei Höckern. An der Mündung des Yangjiang in den Lijiang trinkt ein Elefant. Der sogenannte Elefantenrüsselberg ist das Wahrzeichen von Guilin. Wenige Kilometer außerhalb der Stadt zeigen sich weitere Beispiele für die Vielfalt des Karstgesteins. Täglich tuckert eine Armada von Ausflugsschiffen den Lijiang auf und ab. Der schönste Abschnitt des mehr als 400 Kilometer langen Flusses beginnt gleich außerhalb der Stadt. Der Großteil der Touristen kommt aus dem Land selbst. Die Karstberge um Guilin sind in China der Inbegriff einer schönen Landschaft. Die Voraussetzung für diese Formationen ist ein kalkhaltiges Gestein. Mit der Zeit gestalten Wasser, Kohlensäure, Wind und Wetter dann diese wunderbaren Kulissen. Dem Lijiang kommt eine besondere Bedeutung in der Region zu. Er ist durch den sogenannten magischen Kanal mit einem Nebenfluss des Yangtze-Kiang schifffahrtstechnisch verbunden. Dieser Kanal wurde bereits 300 vor Christi Geburt errichtet. Er ist eine Meisterleistung der Baukunst. Immerhin bändigt er zwei entgegengesetzt fließende Flüsse. Vergleichbares wurde in Europa erst im 13. Jahrhundert geschaffen. In der Region rund um Guilin findet sich vor allem der Turmkarst. Er steht häufig in Verbindung mit wasserreichen Flüssen. Im Berginneren verbergen sich zahlreiche Höhlen. Der ausgewaschene Kalk lagert sich dort wieder als Tropfstein ab. Die Schilfrohrflötenhöhle im Berg des Lichts ist die größte Höhle von Guilin. Ein Raum heißt Kristallpalast des Drachenkönigs. In ihm finden 1000 Menschen Platz. Auf einem 500 Meter langen Rundgang dringen die Besucher tief in das Innere des Berges vor. Am Ende des Weges erwartet sie ein zauberhafter Anblick. Die Spiegelung im unterirdischen See sieht aus wie die Umgebung von Guilin im Kleinformat. Der Lijiang stellt für viele Bewohner die Lebensgrundlage dar.
Für diese Kormorane ist er der Arbeitsplatz. Ihre Flügel sind gestutzt, sodass sie nicht davonfliegen können. Und ein dünner Faden ziert ihren Hals. Jeden Abend bringt der Besitzer sie auf den Fluss hinaus und lässt die Vögel schwimmen. Die Kormorane jagen nach Fischen. Ihren Fang aber können sie nicht behalten. Noch bevor sie die Fische schlucken, nimmt sie ihnen der Besitzer aus dem Schnabel. Das Wissen um die Kormoranfischerei und die Aufzucht der Vögel wird als Geheimnis gehütet und vom Vater an den Sohn weitergegeben. Nur noch wenige Menschen beherrschen die Handaufzucht und das Abrichten der Tiere. Rund 8 Monate intensiver Beschäftigung bedarf es, bis die Kormorane ihre Aufgabe verlässlich durchführen. Der alte Mann kann mit seinem Wissen die Familie versorgen. Vielerorts aber hat diese Fangmethode keinen wirtschaftlichen Hintergrund mehr. Dritte Schwester Liu heißt ein Bühnenspektakel, das in Yangshou am Ufer des Lijiang zu sehen ist. Die rund 600 Mitwirkenden gehen tagsüber ihren normalen Berufen als Handwerker, Arbeiter, Fischer oder Bauer nach. Abends stehen sie auf der riesigen Freiluftbühne zum Spielen, Tanzen und Singen. Das fantasievolle Spektakel wurde von Zhang Yimou inszeniert, jenem Regisseur, der auch für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2008 in Peking verantwortlich war. Die Geschichte handelt von Liu Xinjie, der dritten Schwester. Sie konnte über alles singen, egal ob Gegenstand, Mensch, Tier oder Gefühl. Liu Xinjie ließ sich einen Text einfallen und komponierte. Ihr Gesang war angeblich so schön, dass sie damit sogar Tote zum Leben erweckte. Ein lokaler Kriegsherr entführte Liu Xinjie, um sie als Geliebte zu nehmen. Doch ihre Freunde und ihr Verlobter retteten sie. Weitere 1000 Kilometer landeinwärts erreicht man Sichuan, die Provinz der 4 Flüsse. Auch hier hat ein uraltes, ausgeklügeltes Staudammsystem die Region verändert. Nun versorgt der Minjiang, der wasserreichste Nebenfluss des großen Yangtze, die Ebenen von Sichuan. Vor 2300 Jahren ließ Li Bing, ein Verwalter des ersten chinesischen Kaiserreichs, mit Steinen gefüllte Bambuskörbe in der Flussmitte versenken. Dadurch entstand eine künstliche Insel, die den Strom spaltete. Dies ließ er Jahrzehnte hindurch fortsetzen, bis ein Netzwerk aus Kanälen geschaffen war.
So verwandelte sich das Rote Becken von Sichuan in eine der fruchtbarsten Regionen Chinas. In unmittelbarer Nähe steht ein Tempel zu Ehren von Li Bing und seinem Sohn. Für Chinesen ist eine Religion eine Lehre unter vielen anderen. Auch gehören sie häufig mehreren Glaubensgemeinschaften an. Ein Sprichwort zeigt die pragmatische Einstellung. Ein Chinese ist Konfuzianer, wenn es ihm gut geht, er ist Daoist, wenn es ihm schlecht geht, und er ist Buddhist im Angesicht des Todes. Das Kranich Tea House ist eines der ältesten und bekanntesten in Sichuans Hauptstadt Chengdu. Es ist Treffpunkt für Einheimische aller Schichten und ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Hier wird Teekultur vom Feinsten gepflegt. Außerdem sorgen Masseure für zusätzliche Entspannung. In China geht vieles parallel. Nichts spricht gegen eine gute Tasse Tee mit gleichzeitiger Ohrenreinigung. Tauchen in den tiefen See nennt man hier diese Technik. Durch die Schwingungen der Stimmgabel wird der Wattestab zum Vibrieren gebracht und kann die Gehörgänge besser säubern. Chen Dehong ist Chefkoch in einem berühmten Restaurant von Chengdu. Der heute 32-Jährige begann seine Ausbildung bereits mit 12 Jahren. Die Sichuan-Küche genießt Weltruhm. Ein Grund für die hiesige Vielfalt der Speisen ist das Bewässerungssystem, das für fruchtbare Böden und reiche Ernten sorgt. Angeblich ist die Küche dieser Region die einzige, die alle verfügbaren scharfen Gewürze in einer Speise kombiniert. Die Vorliebe für Schärfe ist schon in sehr alten Quellen belegt. Sie entwickelte sich demnach nicht erst durch die Einführung der Chilischoten aus Amerika. Bei der Kombination der Gerichte legen die Köche auch großen Wert auf Farbe, Form und Geruch. Von der Hauptstadt flussaufwärts münden gleich zwei Flüsse in den Mingjiang. Dadurch wurde der breite Strom sehr unberechenbar und sorgt hier regelmäßig für verheerende Überschwemmungen. Ein Riesenbuddha soll die Wassermassen gnädig stimmen. Mit 71 Meter Höhe ist dieses Monument der größte Steinbuddha der Welt. Wie Ameisen wirken die Besucher, die die 217 Stufen hinabgestiegen sind, um zu Füßen des Buddhas zu beten. Eine mindestens ebenso große Attraktion von Sichuan ist die Panda-Aufzuchtstation. Etwa 55 Pandas leben hier, rundum betreut. Mit dem Ziel, den großen Panda vor dem Aussterben zu bewahren. Pandas sind unter den Bären die ausgeprägtesten Pflanzenfresser. Ihre Lieblingsspeise, zarte Bambusschösslinge. Da diese nicht sehr nährstoffreich sind, verbringen die Tiere den Großteil des Tages mit Fressen. Um an den weichen Kern der Pflanze zu gelangen, müssen die Tiere zuerst die harte Rinde abkauen. Das ist Beschäftigung für Stunden. Der gesellige Eindruck täuscht. In der Wildnis sind Pandas Einzelgänger, die nur zur Paarungszeit aufeinandertreffen. Täglich kommen tausende Besucher, um die Bären mit dem Babygesicht zu bestaunen. Die Geburt eines Panda-Jungen ist in jedem Zoo eine Sensation. So auch in der Chengdu Research Base. Obwohl man hier auf viele geglückte Geburten zurückblicken kann und mit der Aufzucht von Jungtieren viel Erfahrung hat.
Mit einer Schüssel voll Leckereien lenkt die Pflegerin die Mutter ab und entführt ihr kurz ihren Nachwuchs. Die Bärin scheint es nicht weiter zu stören. Schließlich kommt das Kleine sofort nach dem Abwiegen wieder zu ihr zurück. Sichuan ist die bevölkerungsreichste Provinz Chinas. Aus den Gesängen der ländlichen Bootsleute, Teepflückerinnen und Reispflanzer entstanden die ersten Singspiele, die Vorläufer der großen Operntradition dieser Provinz. Einst durften in der Sichuan-Oper nur Männer auftreten, die für weibliche Rollen dementsprechend geschminkt wurden. Heutzutage ist die Besetzung ausgewogen. Schauspieler und Schauspielerinnen schminken sich selbst. Das Publikum darf dabei zusehen. Romeo und Julia auf Chinesisch. Das Stück handelt von einer verbotenen Liebe zwischen der Tochter eines Gouverneurs und dem Sohn eines Generals. Eine wichtige Rolle hat auch die temperamentvolle Schwiegermutter in Spe. Sie versucht, sich zwischen die beiden zu stellen. Während auf der Bühne die Aufführung längst begonnen hat, begibt sich der Maskenwendemeister zum Gebet. Ein Ritual, das er vor jedem Auftritt einhält. Das sogenannte Maskenwenden ist eine uralte Kunstform, die im 18. Jahrhundert in die Sichuan-Oper integriert wurde. Die sogenannten Maskenmeister werden schon im Kindesalter von ihren Vätern unterrichtet. Traditionell darf das Geheimnis um die Kunst des schnellen Wendens nur von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Das geheimnisvolle China mit seiner immensen Größe, seiner kulturellen Vielfalt und seinen abwechslungsreichen Landschaften ist eines der letzten unerforschten Paradiese dieser Erde.